Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost Ark hier auf diesem Kanal. In dieser Folge heute soll es mal etwas Spezielles, etwas Neues geben. Und zwar werden wir heute mal einen kleinen Blick auf die sogenannte Artist-Klasse werfen. Ich hatte euch ja vor 3-4 Monaten schon ein kleines Video dazu auf meinem Kanal bereitgestellt. Allerdings waren da noch nicht so viele Leute Abonnenten von meinem Kanal bezüglich Lost Ark. Da hatte ich euch, wie gesagt, einen ersten Trailer gezeigt, wo das Ganze schon sehr interessant aussah. Und ich habe keine Kosten, keine Mühen gescheut, habe mich jetzt auf die koreanischen Server begeben, damit ich euch da mal schon erstes Jahr Gameplay zeigen kann. Wenn ihr mehr von dieser Klasse sehen möchtet, nutzt bitte die Kommentarsektion, schreibt mir das in die Kommentare, dann kann ich auch gerne noch mehr Let's Plays dazu machen. Die Leute, die sich nicht spoilern lassen möchten, schalten jetzt bitte weg. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der ersten Folge hier zu der sogenannten Artist-Klasse. Wie immer werden wir den gleichen Dungeon ablaufen, so wie immer. Damit wir da immer auf dem gleichen Level bleiben, heißt, das ist der Dungeon hier, den ich immer zeige als allererstes, wenn ich eine neue Klasse vorstelle. Was kann man zur Artist-Klasse sagen? Eine Klasse, wo man nur als weiblicher Charakter unterwegs ist aktuell. Als Waffe wird ein sogenannter Pinsel, würde ich meinen, genutzt. Das heißt, man erzeugt mit Farbe oder Tinte zum Beispiel AOE-Felder oder nutzt halt andere Skills, beziehungsweise ja zum Beispiel Tiger, die dann aus dem Boden emporkommen, um halt Schaden am Gegner zu machen. Wir werden uns das Ganze jetzt im Let's Play natürlich anschauen. Und würde sagen, gehen wir es an. Viel Spaß mit der Artist-Klasse. Inwieweit natürlich diese Klasse dann bei uns vielleicht nochmal oder generell nochmal angepasst oder geändert wird, das kann ich aktuell natürlich noch nicht sagen. Deswegen werden wir das so machen, sobald diese Klasse auf den russischen Servern verfügbar ist, werde ich euch auch da nochmal Gameplay zeigen, damit wir einfach mal einen Vergleich dann haben, ob sich da irgendwas geändert hat. Genauso, wenn die Klasse dann natürlich bei uns erscheint, einfach damit wir da, wie gesagt, mal so ein bisschen schauen können, ob sich da was getan hat oder ob das Ganze einfach gleich bleibt. Kann ja sein, dass da noch ein bisschen was angepasst wird. Das werden wir dann einfach sehen. Ich habe im Prinzip den ersten Skill auch schon komplett ausgebaut, und zwar auf der Taste D, weil ich das als oder den Skill halt sehr, sehr interessant finde. Heißt, hier kommen praktisch jetzt im voll ausgebauten Zustand 2 Tiger aus dem Boden empor. Das zeige ich euch gleich. Und der Skill macht wirklich richtig guten Schaden. Wir werden den gleich mal jetzt nutzen. Da seht ihr das, kommen die rausgesprungen und machen richtig guten Damage. Als Identity Skill ist es so, dass wir ja verschiedene Möglichkeiten haben hier bei der Artist-Klasse. Und zwar können wir zum einen ja so ein bisschen, ich sag mal, Self hier erzeugen. Heißt, wenn wir dann hier die Geschichte Rising Sun aktivieren, dann können wir uns sogenannte Bubbles hinwerfen, die uns heilen. Und dann haben wir nochmal eine Geschichte, ja, wo wir halt eben Gruppenmitglieder im Schaden stärken können für eine gewisse Zeit. Heißt, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, geht so in die Richtung Supporter, würde ich meinen. Ja, wie gesagt, eine ganz interessante Klasse. Gerne nochmal den oder das Video auf meinem Kanal anschauen, was ich euch da ja vor 3-4 Monaten schon mal hochgeladen hatte. Da, wie gesagt, gab es ja schon den ersten Trailer, wo das Ganze gezeigte schon mal ganz interessant aussah. Schwierigkeit aktuell bei mir ist, dass ich hier noch nicht so einen richtigen Spielflow hinbekomme, was auch so die Skill-Aktivierung angeht, beziehungsweise Skill-Rotation. Muss mich da natürlich noch einspielen, aber auch so vom Gefühl würde ich das natürlich hier so ein bisschen hinter dem Magier einordnen. Also lässt sich tatsächlich etwas schwieriger von spielen, was halt so die Flüssigkeit der Rotation angeht. Da muss ich mal schauen, ob ich das dann effektiv noch ein bisschen besser hinbekomme als aktuell. Aber ansonsten macht die Klasse hier am Anfang ja recht gut Schaden, kann man schon mal sagen. Ihr seht das ja auch hier, wo wir gerade unterwegs sind. Da kann man jetzt erstmal nicht meckern. Jetzt packen wir mal die große Peitsche aus. Ja, zack. Also da bin ich wirklich schon mal ganz zufrieden. Da habe ich schon schlimmere Klassen ganz am Anfang erlebt, die halt gar nicht groß gingen. Da ist hier die Artist-Klasse schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und der erste Dungeon hier natürlich geht auch nicht ganz so lang. Was ich immer persönlich ganz gut finde, weil man da, wie gesagt, mal so einen kurzen Einblick erstmal gewinnen kann. Und wenn man dann halt ja mehr sehen möchte, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Dann werden wir uns auf jeden Fall auch den zweiten Dungeon anschauen, den ich sonst immer da zeige. Wo wir diesen Werwolf am Ende als Boss haben, dass dann natürlich ein Dungeon, der etwas länger geht, etwas größer ist, wo der Bosskampf am Ende natürlich auch viel interessanter ist, weil der Boss halt sehr mobil ist. Da interessiert dann auch mich im Prinzip, wie sich die Klasse dann spielen lässt gegen so relativ mobile Bosse. Aber dieser Tiger-Skill hier, der macht schon mächtig Schaden, ey. Und es ist natürlich mal, wenn man es halt genau nimmt, natürlich etwas Spezielles, ne? So eine Klasse hat man, glaube ich, auch in keinem Spiel vorher irgendwie diese Art gesehen.
Von daher denke ich, ja, dass das schon sehr viel Anklang finden wird. In Korea war es ja so, wo die Klasse veröffentlicht wurde, sind die Spielerzahlen komplett durch die Decke gegangen. Aber das ist wahrscheinlich normal, wenn praktisch ja, eine neue Klasse kommt. Das ist wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich. Ja, dass dann halt relativ viele Spieler da wieder unterwegs sind. Ihr seht schon auch hier bei dem Boss, mache ich richtig guten Schaden. Also es ist echt abgefahren. Gerade der Tiger-Skill hat ja richtig rausgehauen. So, jetzt haben wir den Boss auch schon relativ weit runtergehauen. Also es geht relativ zügig hier. Wie gesagt, da hatte ich schon echt sehr viel schlimmer und langatmiger. Also ihr könnt sehen, ja, geht ganz fix, ne? Ist der erste Boss schon down? So soll das natürlich im besten Fall sein. Inwieweit die Klasse dann halt im weiteren Levelverlauf praktisch mit nach oben skaliert und entweder noch besser wird oder halt einfach so vom Pacing gleich bleibt, muss man dann einfach sehen. Das schaue ich mir dann natürlich noch an. Kann ja sein, bei manchen Klassen ist das so, dass die am Anfang relativ guten Schaden machen, dann so ein bisschen stagnieren und dann hinten raus einfach sich irgendwo bloß angleichen. Es gibt Klassen, die am Anfang halt, ja, sie etwas zäher spielen, die dann aber nach oben hin besser skalieren. Das ist natürlich in Lost Ark etwas unterschiedlich. Und ja, der Artist hier, beziehungsweise die Artist-Klasse, macht schon ganz gut Schaden. Da bin ich eben mal gespannt, wie sich so das Pacing da im Verlauf der Levelphase nochmal, ja, entwickelt. Und vor allen Dingen, was wir da für Skills bekommen. Auch da bin ich schon mal sehr gespannt. Was mich ein bisschen ärgert, dass wir wieder nur als weibliche, als mit einem weiblichen Charakter spielen können. Und dann auch natürlich noch relativ klein hier. Ist ja so ein kleines Mädchen. Das ist natürlich so eine, wieder so eine Geschmackssache, so eine Geschmacksfrage, wo sich wahrscheinlich viele dran stoßen werden. Aber man weiß ja, wie gesagt, nicht, inwieweit da nochmal ein bisschen Anpassung auch für den westlichen Markt kommen wird. Deswegen habe ich ja gesagt, sobald diese Klasse auf den russischen Servern verfügbar ist, werde ich mir diese Klasse da auch anschauen, um zu gucken, ob es da irgendwelche Veränderungen gibt zu der koreanischen Version, wo wir jetzt gerade hier gesehen haben. Und natürlich dann auf jeden Fall auch, wenn die Klasse bei uns erscheint. Wobei ich denke, bei uns wird es halt noch sehr, sehr lang dauern, bis diese Klasse kommen wird. Nichtsdestotrotz hoffe ich trotzdem, dass euch dieser erste kleine Einblick in die Artist-Klasse gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Klasse ja findet, so vom ersten Eindruck. Und wenn ihr, wie gesagt, mehr sehen möchtet, auch das gerne mal reinschreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich über den Daumen nach oben, das wisst ihr. Lasst gerne mal ein Abo da für meinen Kanal, aktiviert die Glocke dazu, dann bekommt ihr nämlich immer die Benachrichtigung, sobald hier ein neues Video online geht. Und jetzt sage ich erstmal wieder danke fürs Reinschauen. Bis zur nächsten Folge Lost Ark, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.